Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, Tibus AP. Diesmal geht's um die Dual Desert Eagle Pink. Ich wollte schon Dual Desert Eagle, Dual Uzi sagen. Egal, es geht um die Dual Desert Pink, die seit dem letzten Patch rauskam. Am 3.8. sollte sie eigentlich rauskommen, jedoch kam sie am 2.8. raus. Aber na schön, hat jetzt Crossfire eben halt für ein anderes Datum entschieden. Und nevermind. Auf jeden Fall, diesmal ist es komplett anders, und zwar, die haben, das ist jetzt das erste Mal, dass man bei einem Permanent Crate 30 Crates auf einmal kaufen kann, also bei den Dual Uzi Dual Desert Eagle Pink, kann man sich entscheiden zwischen 1, 5, 10 und 30 Crates, also jetzt kann man auch noch 30 Crates, das spart natürlich den Geldbeutel, ist auch so besser. Und, ja. Also, ein Crate kostet 1000 CP, 5 kosten 4500 CP, 10 kosten 8000 CP und 30, das war eine ganz komische Zahl, das war 21.600 CP. Ja, war das. Auf jeden Fall, ja, kommen wir zum Punkt Power der Dual. Auf jeden Fall, was mir erst recht gefällt, ist natürlich das Aussehen. Euch wahrscheinlich auch. Denn das ist echt geil. Eigentlich kennt man sie ja, wie gesagt, man kennt sie eigentlich nur als Dual Desert Valentine anstatt. Aber das schön hat jetzt Crossfire sich so entschieden, oder Smilegate, wie auch immer. Ist mir total Wayne egal mit diesen Machern von Crossfire, auch gerade in diesem Spiel. Und ja, also vom Punkt Power her, ihr macht von der Close Range, wirklich von der Close Range, denn ab ungefähr 16 bis 18 Meter braucht ihr zwei Schüsse auf den Kopf, sonst braucht ihr von 0 bis 15 Meter, braucht ihr One-Hit-Headshot, also 100 Damage macht ihr dabei. Wenn es jetzt von einer weiteren Entfernung ist, nach hier gerade mal ein ja, dann 58 bis 98, also rund um diese Zahlen, denn ist ja unterschiedlich die Reichweite. Besonders eignet sich für den Deathmatch oder eben halt für Ghost Mode, naja, nicht wirklich für Deathmatch, aber für schnelle Spiele, zum Beispiel sowas wie Mutation Mode, da wo man viel Munition braucht, eignet sich der Deathmatch. Der 40 bis 42 Munition, wie die normale Duel der Deathmatch, finde ich jetzt nicht so geil, aber ich könnte mir auch keine Duel der Deathmatch vorstellen, wo unbedingt mehr Munition. Ist wirklich schon genug. Den Rest kriegt man, wird man leider nicht. Ihr könnt so oft klicken, wie ihr wollt, da passiert nichts. Mit Linksklick schießt ihr dann abwechselnd linke, rechte, linke, rechte, linke, rechte. Abwechselnd, bis die Munition leer ist. Ihr könnt zwischen 0 nachladen, wenn ihr schon eine Geschichte getätigt habt. Jedoch dauert das Nachladen ungefähr um die 3,5 Sekunden. Dahinter sind noch Millisekunden, aber die sind auch total egal. Aussehen, wie gesagt, Hammer, Dual Desert Pink, wiegt schon fast wie eine M4. Und, ja, also, jedoch ist das Wurst, denn, man hat seinen Spaß damit. Und, ja, es geht. Nehmen halt, der Recoil ist recht stark, denn wenn man schießt, man kann natürlich tippen. One-Tap eignet sich wirklich nicht so gut, wenn man sie unbedingt rausholt. Zwar sieht das echt cool aus, wenn man sie rausholt, denn er schwingt sie so um den Finger, wenn er nachlädt auch nochmal um den Finger. Einfach nur geil, diese Animation zu sehen. Aber es ist wirklich One-Tap damit. Und dann noch mal zu switchen zu der, das beansprucht zu viel Zeit, das ist wirklich nicht so geil. Auf jeden Fall, was der Unterschied zwischen der normalen Desert und der Dual Desert Pink ist, jetzt so mal ein Beispiel, denn Reload den Desert braucht 2,5 Sekunden die normale Version und damit braucht sie schon länger als ein M4 Custom, das ist krass. Jetzt bin ich raus. Dauert 2,5 Sekunden bei der normalen Desert und bei der Dual Desert Pink. Dauert die 3,5 und um die 3,5. Ist natürlich eine Sekunde mehr, aber das ist ein bisschen unrealistisch, ich würde sagen. Nee, wäre auch unrealistisch, würde sie zu lange. Naja, nicht unrealistisch, aber es wäre schon scheiße, würde sie zu lange nachladen. Ist auch ein bisschen fehlgemacht, finde ich jetzt, aber
das schön wie das Smilegate oder Crossfire eben halt machen würde. Je nachdem überlassen. Auf jeden Fall, holt euch, lohnt sich. Achso, was ich vergessen habe. Auch die Brust macht ihr rund um die. Also natürlich von der Close Range macht ihr an die 29-40 Damage pro Schuss auf die Brust. Wenn ihr ganz nah seid, dann macht ihr sogar 40 Damage. Also eigentlich macht man ganz oft, also ganz wenig 40 Damage, aber damit macht ihr wirklich an die 39-40 Damage, wenn ihr richtig nah seid, also nur 5 Meter oder sowas. Auf jeden Fall holt euch sie, denn diese ist per, man muss nicht dafür unbedingt Revive Tokens oder sowas für Zombie Mode aufblechen. Es wird sich lohnen, holt sie euch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch Arcanite und Metal habt, denn eigentlich habe ich die schon aufgenommen, also, aber mir gefällt das natürlich nicht, dass man die nur hinschmeißt, denn ich hasse das Zusammenschneiden, ich kann auch gar nicht zusammenschneiden. Und ja, das finde ich einfach nicht geil, also, ja, das ist echt doof, wenn man das hinwirft, denn ich hasse Schneiden, dann muss ich das alles zusammen machen, und dann sieht man total, wie oft ich geschnitten habe, ich kann also nicht zusammenschneiden. Das tut mir weh, das tut mir weh. Ja, ja, nein, Spaß. Ja, wenn ihr mich abonnieren würdet, genau so, Kimo, Fresh Banana Rama und Only Game One, einer meiner, drei meiner Partnerkanäle. Und ja, bis dann, du Henne, hau rein, du Schwein, hau drin, Doppelkinn und bis dann. Dankeschön an The Gold One von dem Clan Soulless. Danke, danke, danke dir, dass du mir deine dein Account geliehen hast, damit ich das Dual Desert Eagle Pink Review machen kann. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch die Desert Air Rusty oder Arcanife Liquid Metal oder so habt, zwar hatte ich die schon, aber sie wurde mir nur hingeworfen und ich stehe nicht auf Spinwerfen, denn ich bin schlecht im Schneiden und alles und dann kann ich nicht so gut Fracks machen. Naja, bei diesem Video habe ich zwar auch nicht so gut Fracks gemacht, aber ich hoffe, das steigert sich nicht. Aber, na schön, auch noch ein fettes Dank an Hurricane. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel die Arcanife habt oder sowas, dann wenn ihr anschreiben würdet in YouTube und ich dann ein Review darüber machen würde. Bis dann, Leute, das war's von mir. Und tschüss.